dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, es ist wieder mal soweit. Die Folge 5 der Kategorienbesprechung auf dem Gleichsatzkanal. Das Wort Skepsis, Zweifel ist das Thema dieser Runde. Und wir machen weiter mit einem Zitat des Physikers Heisenberg. Wir müssen uns bewusst sein, dass das, was wir beobachten, nicht die Natur selbst ist, sondern die unseren Befragungsmethoden unterworfene Natur. Hier haben wir einen Zweifel in Bezug auf die Realität, einen grundlegenden, der in die Bewegung des Relativismus hineinspielt, um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, also um 1900, von Einstein initiiert, heißt hier in Bezug auf dieses Statement, dass wir, ich, du, er, sie, es, keine Wirklichkeit an sich beobachten, sondern eben etwas, das sich entsprechend den jeweiligen Befragungsmethoden darstellt. Insbesondere was die sogenannte Unschärferelation von Heisenberg angeht, betrifft es die atomare Wirklichkeit, dass eben die Befragungsmethode darüber entscheidet, ob eine Welle oder ein Teilchen beobachtet werden kann. Und dieser grundlegende Zweifel hat zu einem in weiten Teilen Umdenken geführt, dass eben nicht mehr die Dinge an sich betrachtet wurden, aber da ist eigentlich mehr in diesem Gedanken, ist mehr Hoffnung im Spiel als tatsächlich in empirischen Studien sich dann herausstellt, wenn da jemand in den Fußgängerzonen rumläuft, da ist immer noch brutalste Realismus zugange, dass die meisten Menschen meinen immer noch, dass die Wirklichkeit die ist, die sie wahrnehmen. Gut, wir machen weiter mit Eugen Dreher, der in einem Aufsatz über das Wesen und die Bedeutung des Skeptizismus Folgendes zum Besten gibt. Es war das Problem der Kausalität, welches Hume zum Gegenstand ergiebiger Untersuchungen dadurch machte, dass er nachwies, dass die Begriffe von Ursache und Wirkung, unter denen wir allein imstande sind, alles Geschehen zu fassen, nicht den Erscheinungen entlehnen, sondern vielmehr in dieselben hineinlegen. Da die Erscheinungswelt uns nur von der zeitlichen Aufeinanderfolge der Dinge berichtet, ohne uns über das Wie dieser Aufeinanderfolge zu belehren.
Und das ist ein Gedanke, den später Kant wieder aufgegriffen hat, indem er eben meinte, dass wir, ich, du, er, sie ist, der Natur die Gesetze vorschreiben. Und dieses Hineinlegen, das geschieht eben, indem die Kategorien der Zeit und des Raumes angewandt werden. Man misst sozusagen und geht da von einer Punktkoinzidenz, wie Popper sagen würde, aus, dass sich der Punkt auf dem Maßband eben mit einem Punkt in der Realität trifft, identisch ist mit demselben, was natürlich nicht der Fall ist, sondern alles Messen ist nur praktisch. Und dieser Umstand, eben dieses Mittel der Kategorien Raum und Zeit, beziehungsweise der Einheiten, die so künstlich geschaffen werden, möchte man meinen, mit der Idee der Identität des einen mit dem anderen führt eben zu dem Ganzen, dass ich überhaupt zu einer Allgemeinheit, Wiederholbarkeit und damit auch einer Gesetzmäßigkeit komme, aber das ist, um was es geht, wie diese Aufeinanderfolge, also wo jetzt genau die Ursache in die Wirkung übergeht und umgekehrt und nach welchen Gesichtspunkten jetzt diese Ursachen festgelegt werden. Das muss ja auch, das ganze Geschehen muss ja auch eingegrenzt werden, weil ich kann ja nicht, muss irgendwo eine Ursache setzen, sozusagen. Ich kann nicht von der Ursache dieser Ursache wieder ausgehen und womöglich noch weiter zurück. Deswegen ist das ganze Unternehmen mit Kausalität nur unter einem praktischen Gesichtspunkt sinnvoll, aber nicht unter der Maßgabe, da irgendein Erkennen oder eine höhere Wahrheit daraus abzuleiten. Und auch die ganzen allgemeingültigen Gesetze, die bewegen sich alle in einem bestimmten Bereich, in dem da eben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, also ein berechtigter Zweifel sozusagen ausgeschlossen werden kann, hat das alles seine Berechtigung. Aber Wahrscheinlichkeit ist eben keine Wahrheit. Das gleichzusetzen ist auch nur aus praktischen Gesichtspunkten möglich, aber logisch würde das bedeuten, dass eigentlich alle möglichen Widersprüche ausgeräumt werden können, indem man einfach bloß einen Bedeutungswandel eines Begriffes vornimmt, willkürlich. Das wäre dann sowieso der Untergang des Abendlandes, der ja, beziehungsweise das ja ein rationales sein will. Gut, von Eugen Dreher kommen wir zu Paul Stern, der ein Werk, ein unvollendetes Werk hinterlassen hat, Grundprobleme der Philosophie,
Und da wird in Teil 1 das Problem der Gegebenheit aufgegriffen. Die Nummer 101 lautet von diesem Paul Stern: jenem großen und verbreiteten Irrtum, der die Tatsachen, die physischen wie die psychischen Gedanken und Dinge, Vorstellungen und Empfindungen in gleicher Weise zu letzten Gegebenheiten für das wissenschaftliche Denken stempelt, gilt es endlich zu steuern. Also, wer mit diesem Begriff in diesem Zusammenhang nichts mehr anfangen kann, heißt so viel wie dem Ganzen Herr zu werden. Schon sind, wie wir bereits betonten, die Psychologen und Erkenntniskritiker selbst in eine solche Irrlehre verstrickt. Es ist, als wollten sie nicht sehen, dass zur wissenschaftlichen Fixierung auch der psychischen Tatbestände stets bereits ein ganzes System von Gesichtspunkten erforderlich ist, ein Koordinatensystem sozusagen, ohne welches der jedesmalige Tatbestand für die einfachste Schilderung unzugänglich, ja überhaupt kein Tatbestand, sondern ein Chaos wäre. Das ist jetzt mit anderen Worten die Sache mit der Wahrnehmung, die es nicht ohne Erfahrung gibt. Beziehungsweise, dass niemand etwas wahrnimmt, ohne eine ganze Historie an Erfahrungen, die in diese Wahrnehmung dann einfließen. Und wenn es nur eine gelernte Identifikation von Wort und Sache ist, eine völlig unreflektierte, in einem sozusagen natürlichen Bewusstsein vorgenommene. Und dieses Vorurteil wird hier eben aufgegriffen. Hier sind diese Erfahrungen ein ganzes Koordinatensystem, in das der jedesmalige Tatbestand eingegliedert wird, ist mit anderen Worten der schon zitierte Johann Wolfgang von Frankfurt mit seinem: das Höchste wäre es zu begreifen, dass alles Faktische schon Theorie ist, wird hier mit anderen Worten nochmal ausgedrückt. Dieses Faktische, der Tatbestand, ist schon Theorie, braucht schon ein Koordinatensystem, ein System von Gesichtspunkten, allein schon durch die Sprache ist jede Menge an Allgemeingültigkeit vorgegeben, ohne die ein Vergegenständlichen dessen, was da an Nervenreizen oder wie auch immer man diese Sinnesdaten da bezeichnen mag, eben gar nicht möglich wäre. Und deshalb ist einfach greift jede Philosophie oder Theorie, die von irgendwelchen Tatsachen als Gegebenheiten ausgeht, völlig zu kurz oder setzt einfach viel zu spät an in den Überlegungen oder Voraussetzungen, dass wir eben, wie es
bei Werner Müller geheißen hat, dass wir eben unter einer Fuchtel von Fragenlosigkeiten leben und diese Fuchtel besteht aus nichts anderem als eben solchen empirischen Tatbeständen, die einfach nur so an sich für sich schon komplett fertig da sind. Das Ding ist, was es ist und nichts anderes. So, basta Politik. Dogmatische, autoritäre, diktatorische. Gut. Die nächste Nummer von Johannes von Malotki, auch ein Philosoph oder so, Denker, nennen wir ihn einen Denker, der zum Problem des Gegebenen geschrieben hat. Das Ding ist selbst kein zur Gegebenheit zu bringendes Gebilde, sondern ein Fiktum. Es gibt nur das zusammenfassende Wort, Symbol, keine ihm entsprechende Sache. Die Empfindung stellt keineswegs eine denkfreie Gegebenheit dar. Das Ding ist selbst kein zur Gegebenheit zu bringendes Gebilde, heißt mit anderen Worten nichts anderes, als dass man von einem Ding nicht schon als von einem Gegebenen ausgehen kann, weil ein Ding immer erst gebildet werden muss, vergegenständlicht werden muss, verdinglicht werden muss. Und dementsprechend ist eben auch von einer Empfindung nicht als von einer denkfreien Gegebenheit auszugehen. Weil die bloße Empfindung, die ist, wenn es jetzt nur um die Empfindung ohne irgendein Denken geht, dann ist die so, die ist schneller weg, als man sie überhaupt empfinden kann. Und schon im nächsten Moment ist schon wieder die nächste Empfindung da. Also so eine Empfindung ist für das Bewusstsein so habhaft zu machen, wie irgendeinen Nervenreiz mit den Fingern zu greifen. Es ist ein Unding, würde Kollege Kant sagen. Und weswegen stehen diese Sätze, Feststellungen, Behauptungen, Statements unter der Kategorie Skepsis? Weil sie eben eine Frage stellen, etwas in Zweifel ziehen, was bisher immer als Selbstverständlichkeit galt. Jahrhundertelang als Selbstverständlichkeit gegolten hat. Was die Anschauung oder den Begriff, die Kategorie der Wirklichkeit betrifft. Und mit dieser Wirklichkeit sind über die Jahrhunderte hinweg ist alles Mögliche gerechtfertigt worden. Das ist irgendein Marktgeschehen, irgendein eher irrationales Durcheinander von allen möglichen Einflüssen und Auswirkungen wurde dann als Rechtfertigung dafür genommen, dass eben bestimmte Löhne gezahlt werden oder nicht gezahlt werden und dergleichen, dass bestimmte Preise einfach gelten. Man dieses und jenes zu bezahlen hat,
war dann letztlich immer die Realität ausschlaggebend und das Denken der einzelnen Leute war dagegen machtlos, vom Handeln ganz abgesehen. Und deswegen haben es dann die meisten, oder es ist eigentlich, es wird dann irgendwann zur Gewohnheit, wenn man mit seinem Denken nichts ausrichten kann, dass man es bleiben lässt. Und wenn in diesem Denken einfach zu viele Widersprüche und Ungereimtheiten in Erscheinung treten, dann ist das Ganze nur verwirrend und man lässt es bleiben. Man konzentriert sich auf das Unmittelbare, auf das, worauf man Einfluss hat, und damit ist der Fall erledigt. Und so ein Verhalten ist natürlich die Grabrede für jede Idee von Demokratie und dergleichen. Und das ist auch der Zustand, in dem sich die westlichen Gesellschaften zu Beginn des 21. Jahrhunderts befinden. Es ist ein Übermaß an Information, wird geboten, oder ich soll besser sagen, Einflüsse oder noch besser Nervenreize werden geboten, die vom Großteil der Menschen nicht mehr bewältigt werden können und die auch nicht durch irgendeine Elterntaste auf irgendeinem Browser da in Zaum gehalten werden kann. So etwas ist nur möglich durch die Klärung von Denkweisen oder Theorien und Prüfung auf Widersprüche, sodass eben vermieden wird, dass die Leute aufhören nachzudenken oder überhaupt zu denken und bloß mehr fühlen und wollen, was vielmehr eine Analogie zur Tierwelt nahelegt als einen Fortschritt der Menschheit. Aber genug geplaudert. Jetzt kommt nochmal von Johannes von Malotki zu Wort mit der Nummer 116. Und dann nochmal mit der nächsten Nummer. Ich schau mal, wie wir in der Zeit sind. Ah, 6-7 Minuten. Gut. Immer deutlicher tritt derjenige Begriff in seiner Bedeutung für das Gegenstandsproblem zutage, der im Grunde die positivistischen und relativistischen Gegebenheitsauffassungen zersetzte. Der Begriff der Form ist, zeigte sich, dass schlechterdings jede Erkenntnis als Erkenntnis an eine Form gebunden ist. Steht aber die kategoriale Natur der Erkenntnis einmal fest, dann kann es kein Objekt außerhalb des erkennenden Bewusstseins geben. Nochmal von vorne, deutlicher tritt hier eine Begriffsbedeutung für das Gegenstandsproblem. Positivisten, relativistischen Gegebenheitsauffassungen zersetzte, der Begriff der Form. Die Form, das ist eben der Gegenstand, die quasi die Gegenstandsnotwendigkeit des Bewusstseins, dass etwas, um im Bewusstsein habhaft zu werden oder im Denken überhaupt
landen zu können, bedarf es einer Form, eben des Wortes, einer Abstraktion von den bloßen Sinnesdaten, die ja nicht kommunizierbar sind in dem Sinne, also 1:1. Und das bedeutet, dass zwischen der Sinnlichkeit, dass die Sinnlichkeit vermittelt werden muss. Es kann nicht mehr von einer unmittelbaren Erfahrung gesprochen werden, die quasi direkt im Verstand landet. Eigentlich ist das Ganze sowieso lächerlich, weil man muss nur einmal seinen Verstand einschalten, dann muss es klar sein, dass einfach Wort und Sache oder eben was außerhalb des menschlichen Körpers schon fast stattfindet, etwas anderes ist als das, was sich im menschlichen Körper abspielt, jetzt den menschlichen Körper nicht als außerhalb betrachtet. Das ist natürlich auch möglich, aber eigentlich müsste der Gedanke, dass ein Ich von einem Nicht-Ich unterschieden werden kann, oder muss eigentlich ausreichen, um eben zu diesen Schlüssen zu kommen, dass eine Vermittlung notwendig ist und dass diese Unmittelbarkeit von Erfahrungen oder unmittelbare Wahrnehmung Blödsinn ist. Also der Begriff der Form. Es zeigte sich, dass schlechterdings jede Erkenntnis als Erkenntnis an eine Form gebunden ist. Und dann heißt es, steht aber die kategoriale Natur der Erkenntnis einmal fest, dann kann es kein Objekt außerhalb des erkennenden Bewusstseins geben. Das heißt, mit anderen Worten, eben wie eben schon gesagt, dass um das etwas ins Bewusstsein, um im Bewusstsein landen zu müssen, dieses Etwas schon verdinglicht sein muss in irgendeiner Art und Weise. Und wenn ich es nur als etwas so neutral wie möglich bezeichne, und einschränken möchte ich vielleicht, muss ich hier noch einschränken, dass es natürlich selbstverständlich etwas außerhalb des erkennenden Bewusstseins gibt. Aber was es sich da handelt, ist eben nicht mehr Gegenstand des erkennenden Bewusstseins oder eben der Erkenntnis. Das ist und bleibt ein irgendetwas, ein Phänomen, worüber es in logischer Hinsicht nichts zu sagen gibt, weil man darüber schlichtweg nichts weiß. Existiert unabhängig von dem, was ich als besonderer oder überhaupt Menschen eben mit ihren Möglichkeiten, sinnlichen Fähigkeiten oder gedanklichen, wie auch immer Fähigkeiten zustande bringen können, ist eben bezogen auf diese Fähigkeiten. Und mit anderen Fähigkeiten kämen da ganz andere Ergebnisse zustande. Würde ein Mensch riechen können wie ein Hund oder sehen wie ein Habicht oder was auch immer für welches Vermögen da denkbar ist, dementsprechend würde eben eine solche Welt ausschauen. Gut.
Der nächste Punkt, dieser Notwendigkeit der Formhaftigkeit kann sich nach Rickards Überzeugung kein gegenständliches Element entziehen. Die Idee des reinen Inhalts ist eine nie zu, und hier erhalte ich gerade mein Zeichen, dass ich zum Schluss kommen soll. Die Idee des reinen Inhalts ist eine nie zu realisierende Abstraktion, denn diese Realisierung müsste immer mittels der Form erfolgen. Und so ist auch im Grunde genommen die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant zu verstehen, dass eben dieses Reine und Absolute unabhängig von einem Bezug auf jetzt menschliche Erfahrungsmöglichkeiten oder von mir aus außerirdische Sinnesvermögen, dass das nur eine Idee ist, die im Grunde genommen handelt sich bei derartigen Zeug um Theologie. Da steckt überall der Gottesgedanke dahinter. Ist eigentlich nur eine Übersetzung der Idee einer höheren übersinnlichen Autorität. Das war bis noch vor kurzem der Herr liebe Gott. Und da steckt noch jede Menge im Gedankengut und noch jede Menge von diesen Göttern im säkularen Denken, gerade in diesen Wesenheiten und Allgemeinheiten, absoluten Allgemeinheiten dieses Absolutismus, ob der jetzt religiöser oder monarchischer Natur ist, spielt gar keine Rolle. Und damit müsste eigentlich Schluss sein, aber weil eben die Bildungspolitik eine miserable ist, wird es noch ein paar Jahrhunderte dauern, bis quasi im evolutionären Stil dann die Könige wirklich abgedankt haben und bloß noch im Museum zu betrachten sind. Und das war's auch wieder für heute. Wieso ist jetzt hier die nächste Seite weiß? Das weiß kein Schwein. Ich markiere mir hier mal die Nummer 120 für die Folge 6 und verbleibe mit einem geharnischten Peace. Und out.